Ah. Lange, lange geredet. Ohne Punkt und Komma. So, jetzt sind wir fast da, nur noch 30 Meter. Ich habe den Weg fast geschafft. Wir sind fast wieder da und jetzt durchs Portal schleichen und bam. So, sehr schön. Jetzt haben wir endlich unseren Diamanten. Uch. Oh nein, oh, ich bin am Verhungern. Wir müssen was essen, ganz schnell. Da, Strawberries. Ach, Mist, ich kann nichts aufheben. Strawberries. So, ist es natürlich in der falschen Chest drin, aber ist jetzt auch relativ egal. So, aber aus den Strawberries kann ich doch bestimmt was Besseres machen. Fruit Salad und Strawberry Jam. Apple und Melon, haben wir denn das? Haben wir denn, wir haben ein Apple, aber keine Melone. Gehen wir erstmal mit Bitumen wieder. Wir müssen uns irgendwas überlegen, um besser Nahrung herzustellen, weil Nahrung ist jetzt echt ein kleines Problem. So, hier packen wir erst einmal alles rein, was wir gefunden haben. Ja, passt auch schon nicht mehr. Wollte ich nicht eigentlich... Nee, da sind Blocks. Komisch, eigentlich wollte ich eine Ore-Chest haben. Und eigentlich wollte ich die zu Ore-Chest machen. Aber dann sind hier noch diese Sachen von Blood Magic. Das ist, glaube ich, fortgeschrittenes Blood Magic. Da weiß ich nicht, wofür man es braucht. Naja gut, ist ja auch egal. Wir werden jetzt erst einmal unseren Crusher herstellen. Da brauchen wir 3 und nochmal 4 Copper für. Also 7 Copper. Da gucken wir mal. Hier haben wir noch ein bisschen Copper. Oh, guck mal, hier habe ich alles reingepackt, was ich gefunden habe zu Blocks. Nee, das ist einfach die Chest, wo alles übrig blieb. Ach, was weiß ich denn? Stealth und Looting, wo habe ich denn das her? Das weiß ich gar nicht mehr. Na gut, egal. Wir haben jetzt hier 18 Copper Chunks und ich habe gesagt, 7 brauche ich. Dann packen wir doch mal 7 Copper Chunks hier rein und dann können wir unseren Crusher bauen. Wir werden erstmal noch ein Furnace brauchen. Das erinnert mich... Ach nee, egal. Das werden wir gleich mal gucken. Das erinnerte mich nämlich daran, überhaupt erstmal zu gucken, ob es noch andere Arten von Furnaces gibt. Da bin ich mir nicht so sicher drüber. Vielleicht gibt es da ja noch was anderes, aber wir behalten erstmal das Crusher-Rezept hier drin. So. Werden wir fertig hier. 2. Ach Gott, ich kann immer nicht abwarten. Gut, dann werden wir hier nochmal unser Feld abernten. Das ist, wie gesagt, bei weitem nicht so effizient, wie ich das gerne hätte. Da muss ich auf jeden Fall noch was ändern. Reis haben wir hier nochmal und da haben wir auch Reis. Und Emerald Plant ist fertig. Noch ein neuer Emerald. Die ist auch fertig. Sehr schön. Und die ist auch fertig. Also wir können sogar bald in die Emerald Dimension gehen. Da werden wir nur noch mehr Emeralds finden. Und, ja, und uns dann eine richtig krasse Emerald-Ausrüstung machen, weil Emerald-Ausrüstung ist ziemlich heftig. Dann werden wir erstmal mehr Emerald-Seeds hier anbauen. Ich glaube, das ist momentan schon relative Priorität. Was haben wir denn sonst noch an Seeds? Wir haben hier Grape-Seeds, was können wir daraus machen? Nur Grape-Jam. Frage jetzt natürlich, ob wir, das Jam-Jar dann wiederbekommen. Ich weiß nicht, ob man das wie bei einer Mushroom Stew denn wiederbekommt, wenn man das aufisst. Weiß ich nicht so recht. Was können wir denn essen? Irgendwie habe ich nichts Richtiges zu essen. Gib mir mal die restlichen Strawberry Seeds. Die sind relativ ergiebig, wachsen recht schnell und davon haben wir gerade viele. Pflanzen wir erstmal alle an. So, geht ja perfekt auf. Gut, was haben wir denn an Knochen in der Mobs Chest? Oh, relativ viel, Donnerwetter. Das ist wunderbar. Machen wir erstmal alles zu Knochenmehl oder zu Bone Meal, wie auch immer man das nennen mag. Und dann werden wir hier noch ein bisschen die Emerald Plants wachsen lassen. Ich weiß nicht, ich bin gerade so ein bisschen erpicht, in verschiedene Dimensionen zu gehen. Und die Emerald Dimension gehört natürlich auch dazu. Achso, das sind ja Strawberry Bushes. Okay. Emerald, Emerald, Emerald. Und Emerald, 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 Emerald. 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 So. Emerald. Okay. Da haben wir jetzt unsere 7 Copper Ingots. Wir haben 16 Emerald Seeds und 12 Emeralds. Gut, da müssen wir gleich mal gucken, was wir daraus machen und wie wir in die Emerald Dimension reinkommen. Das weiß ich jetzt aus dem Kopf auch nicht so genau. So, da ist unser Machine Frame und da haben wir Copper Ingot und Furnace. Seht ihr, ich habe das Rezept gar nicht gebraucht. Ich bin gut genug. Crusher, sehr schön. Den stellen wir dahin. So, ist das schlimm? So, Crusher, wie funktionierst du denn? Copper Chunk, Kohle. Okay, einfach Shift-Click benutzt. Funktioniert. Das ist doch sehr schön. Dann wollen wir aber erst einmal gucken, was wir denn überhaupt... Achso, doch, können wir use
können wir Brass draus machen oder Bronze. So können wir diese Metallurgy-Sachen herstellen, weil wir keine Smeltery haben. Und wir können es auch schmelzen zu Copper Ingot. Also bekommen wir wirklich das Doppelte raus. Das ist doch eine schöne Sache. Silver Chunk landet da unten, macht natürlich keinen Sinn, hat anscheinend nur einen Input-Slot, so wie der Furnace. Was diese vier Sachen hier sind, weiß ich nicht. Das hier scheint noch mehr für Fuel zu sein. Nee, auch nicht. Also der gibt mir so ein bisschen Rätsel auf. Ich bin mir nicht so sicher darüber, was der jetzt genau macht. Ein bisschen ratlos bin ich schon. So, wir müssen unbedingt unsere Farm verschieben. Und hier, das muss auch besser werden. Also irgendwie bin ich mit allem noch nicht so hundertprozentig glücklich. Wir wollten mal kurz gucken, was man denn für Furnace bauen kann. Ein Emerald Furnace, ja natürlich. Den können wir herstellen. Das ist ein sehr viel schnellerer Furnace. Furnace Mine? Achso, eine Mine von Security Craft, getarnt als Furnace. Das ist natürlich cool. Nether Furnace von Natura. Natürlich, wir haben Natura installiert. Da bin ich sehr glücklich drüber. Der Nether wird ganz furchtbar sein. Sugar Furnace von Candy Craft. Aus Lakritze. Aus Lakritzohr. Das ist ja auch geil. Und da haben wir ein Sugar Furnace. Hat aber kein Rezept. Okay. Okay, gut. Emerald Furnace wird wahrscheinlich das sein, was wir im Endeffekt craften. Der ist unglaublich ergiebig. Unglaublich. Ich glaube, mit einem einzigen Coal habe ich über ein Stack geschmolzen. Und der hatte immer noch Power. Und der war verflucht schnell. Also, Emerald Furnace ist sehr, 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 sehr cool. Sehr viel schneller als alles andere, was wir sonst so zur Verfügung haben. Habe ich ganz vergessen, dass es den gibt. So, Silver Chunk kommt da rein. Dann gucken wir mal, was wir noch für Chunks haben. Wir haben noch Zink Chunk. Und dann dürften wir eigentlich hier noch mehr haben. Tin und noch mehr Zink. Gut, und da haben wir ja noch Gold. Und noch mehr Iron. Meine Güte, da werden wir, also bald werden wir in Materialien ziemlich schwimmen. Und da haben wir unseren Diamanten. Jetzt gucken wir erst einmal, wie wir mit Blood Magic weitermachen. Jetzt geht's los. Wir brauchen ein Sacrificial Knife. Wir müssen nämlich den Blutaltar mit unserem eigenen Blut füllen. Ansonsten funktioniert es nicht. Der zieht seine Kraft aus unserem Blut. Hat nichts mit dem Blut aus Evilcraft zu tun. Also wir müssen uns selber mit diesem Dolch verletzen und unser Blut in den Altar gießen. Ansonsten funktioniert es nicht. Und dafür müssen wir Sacrificial Knife herstellen aus Glas, Gold und Iron. So, da wollen wir doch mal gucken. Haben wir wahrscheinlich alles. Gold, Iron und... Moment. Wie viel? Ja, brauchen wir von beiden nur ein. Und dann brauchen wir noch Glas. Haben wir aber gar nicht. Dann müssen wir kurz los und ein bisschen Sand holen. Ja, da drüben von der Küste. Sehr schön. Wenn wir nämlich hier immer Sand holen auf Wasserlevel, dann fängt das Wasser immer so an zu fließen. Das finde ich ein bisschen unschön. Deshalb nehme ich immer ganz gerne das Wasser von... den Sand von einer Ebene, die einen Block höher ist. Dann hat das keinen Einfluss auf das Fließen des Wassers. Das ist eine sehr schöne Sache. So, und ich glaube, wir werden auch gleich den Emerald Furnace herstellen, weil dann können wir unsere Ores richtig schnell processen. Und jetzt sehen wir eigentlich so gerade, der Nutzen von Thermal Expansion wäre gerade relativ gering. Außer halt der, dass wir auf lange Sicht Kohle sparen würden und dass es halt automatisiert ist. Ich weiß nicht, wie man das mit Hoppern und so hinbekommt, dass der Crusher und der Furnace alles automatisiert ist. Mit Thermal Expansion geht es auf jeden Fall. Also, das ist so eine Sache, das müsste ich mir noch überlegen. Müsste ich einfach ausprobieren. So, wir haben doch sogar jetzt schon genug Emeralds. Ja, wir haben genug Emeralds, großartig. Und da machen wir unseren Emerald Furnace draus. Coole Sache, der wird sehr viel schneller sein und extrem effizient. So, dann gib ihm mal meinen Silver Dust und schmeiß den da rein. Und ihr seht, er geht deutlich schneller. Und diese Flamme hier hört gar nicht mehr auf. Das ist krass. Also die hat sehr, sehr lange Haltbarkeit, sage ich jetzt mal so. Ich frage mich, warum wir jetzt gerade Silver schmelzen, wo ich eigentlich Glas brauche. Aber gut, egal. Wir lassen jetzt dieses Silber einfach mal schmelzen. Guck mal, der hat jetzt erst einen Pixel verloren. Der kann, glaube ich, über einen Stack schmelzen. Das ist ganz großartig. So, da kommt jetzt erstmal Sand rein. Gut. Ja, unser Sacrificial Knife. Da brauchen wir... 5. 5 Glas brauchen wir. Was ist das eigentlich? Rune of Self-Sacrifice. Oh, Rune der Selbstopferung und Rune der Opferung. Ich glaube, das sind Runen, mit denen wir... giftige Libelle. Ach, ganz großartiges. Ganz großartig. Eine giftige Libelle. Super. Essen wir doch gleich noch ein paar Erdbeeren. So ein blöder Dreck. Wie war das eigentlich mit dem Reis? Den können wir nicht so essen, nicht wahr? Nee. Da muss ich mal gucken, was wir damit machen. Ich glaube, da können wir Sushi draus machen, nicht wahr?
Bento und Reisöl. Wofür brauchen wir das? Für Butter. Und wofür brauchen wir das? Für Macaroni und Käse. Cool. Bento können wir herstellen oder einfach nur Sushi zusammen mit einem Fisch. Ich glaube, wir müssen uns mal eine Angel machen. Weil diese Farm hier, die scheint uns nicht ausreichend zu füttern. So, dann haben wir erstmal unser Glas. Und dann machen wir mal unser Sacrificial Knife. Sacrificial Knife. Oh weh, die werden viel Energie brauchen, um damit vernünftig umzugehen. Es kann durchaus passieren, dass wir uns im Blood Magic selber töten. Das kann passieren. Denn wir werden später ein Blutnetzwerk haben und können uns unterwegs selber verletzen, um Blut in unser Blutnetzwerk einzuspeisen. Das bedeutet dann nicht unbedingt, dass das Blut hier in diesem Altar landet, sondern in einem internen Speicher, den wir bei uns tragen. Wenn wir später Zaubersprüche beschwören über Blood Magic, dann wird unser Blut praktisch als Mana benutzt. Und wenn wir für diesen Zauberspruch nicht genug Blut in unserem Blutlager haben, dann wird das Blut in Form von Leben von unserer Gesundheit abgezogen. Und das bedeutet, wir könnten, wenn wir einen zu mächtigen Zauberspruch sprechen, selber dadurch sterben. Weil wir einfach nicht genug Blut in unserem Netzwerk haben, um das auszuhalten, um das zu bezahlen. Und wenn man es nicht bezahlen kann, dann stirbt man in Blood Magic. Das ist eiskalt. Also das ist wirklich eine richtig krasse Sache. Da muss man höllisch drauf aufpassen, wie viel Blut man in seinem Netzwerk hat und ob man es sich wirklich leisten kann, diesen Zauberspruch jetzt zu benutzen oder ob man durch diese Benutzung vielleicht drauf geht. Das ist auch so mit diesen besonderen Werkzeugen und der besonderen Ausrüstung, die man sich aus Blood Magic, aus finstersten Ritualen herstellen kann. Diese an sich selbst gebundene Pickaxe oder dieses an sich selbst gebundene Schwert. Wenn man da in den Beast-Modus reingeht, dann verbraucht es so viel Blut, aber ist auch gleichzeitig so unglaublich mächtig, dass es dich praktisch aus jeder Situation lebendig rausholen kann. Oder es kann dich mit einem Schlag umbringen. Du kannst den fettesten Boss mit ein paar Hieben töten in dem Beast-Modus. Aber vielleicht gehst du dabei selber drauf, weil du nicht genug Blut in deinem Netzwerk hattest. Also das ist höllisch gefährlich, da müssen wir unglaublich aufpassen. Und ich sage auch mal gleich dazu, ich habe Blood Magic im Survival-Modus nur sehr wenig gespielt. Ich habe nur sehr wenig ausprobiert und bin da selber noch ein relativer Newbie. Aber ich finde es sehr, 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 sehr cool. So, wir stellen uns jetzt einfach mal neben unseren Altar. Vorher nehmen wir unseren Diamanten und tun den da rein. Weil das ist das Erste, was wir tun müssen. Nämlich unseren Diamanten mit Blut enchanten. Sozusagen. Das ist das Erste, was wir tun müssen. So, die Emerald Pickaxe wird nicht ganz repariert werden. Wir müssen mehr Mobs töten. So, da ist jetzt unser Diamant drin. Das haben wir die ganze Zeit machen wollen und konnten es nicht. Und jetzt stellen wir uns davor und ziehen uns selber Blut ab. Ihr seht, ein Punkt Energie abgezogen. Und das Blut fließt in den Diamanten rein. Sehen wir an den roten Zeichen. Sobald dieser graue Dampf aufsteigt, verliert der Diamant wieder sein Blut. Das heißt, wir müssen hier stehen bleiben und ihn kontinuierlich mit Blut versorgen. Ansonsten funktioniert das Ganze nicht. Das heißt, wenn wir uns jetzt hier töten an diesem Blutaltar, dann kann das Ritual vielleicht vollendet werden, aber wir sind halt tot. Und wenn wir nicht genug Blut aufbringen können für diesen Diamanten, dann schlägt das Ritual fehl. Also wir müssen uns hier wirklich fast bis zum Todespunkt, der jetzt praktisch erreicht ist, wenn ich nochmal klicke, sterbe ich. Bis dahin müssen wir uns selber geißeln, um den Diamanten mit Blut zu füllen. Ansonsten wird daraus nie ein Blutorb. Das ist es nämlich, was wir haben wollen. Oh, jetzt ist wieder kein Blut drin und ich sterbe gleich. Scheiße. Und ich regeneriere keine Gesundheit mehr, weil ich Hunger habe. Tod. Was killed by magic. Ja, ganz großartig. Tja, ha, es hat aber geklappt. Könnt ihr mal sehen. Ich habe mich selber geopfert und es hat geklappt. Da ist der schwache Blood Orb. Der schwache Blut Orb. Und der speichert unsere Lebensessenz. Das heißt also, mit dem können wir uns unterwegs selber geißeln und mit diesem Ding können wir uns unterwegs Energie abziehen und die geht dann in unser Blutnetzwerk. So, und das brauchen wir dann, um Zaubersprüche casten zu können, also Zaubersprüche ausführen zu können. Meine Güte, dauert das lange. Ah, und ist das laut, boah. So, ja, ist ja gut. Was hatte ich denn für Level, Donnerwetter? Ich bin sehr beeindruckt, wie viel Level ich hatte.
So, das nehmen wir jetzt erst einmal alles mit. Und dann bauen wir das hier wieder ab. Mit der Pickaxe, die ich nicht dabei habe. So, erst einmal holen wir unsere Pickaxe. Mal gucken, inwieweit die jetzt repariert ist. Nicht ganz, aber immerhin ein bisschen. So, dann bauen wir das hier erst einmal ab. Chiseled Quartz Block werden wir bestimmt alles irgendwann mal brauchen. Irgendwann wird sich dieses Chiseled Quartz Block sammeln bestimmt ausgezahlt haben. Außerdem, diesen Dead Bush, den wollte ich ja letzte Mal schon mitnehmen. Habe ich, glaube ich, auch letzte Mal mitgenommen. Den werden wir für Evilcraft brauchen. Weil den können wir mit Blut versetzen. Und dadurch bekommen wir dann einen blutigen Baum. So, oder, ja, genau, einen Blutbaum bekommen wir dadurch. Und den braucht man für manche Rezepte. Ich bin mir jetzt nicht sicher, für welche. Mist, jetzt habe ich kein Dirt mehr dabei. Ach man, also das hier mit den Kisten gefällt mir nicht so gut. Vielleicht installiere ich irgendwie Logistic Pipes oder sowas und mache uns ein Sorting System. Ich glaube, das wäre keine so schlechte Idee. Obwohl ich mich mit Logistic Pipes überhaupt nicht auskenne. Ich habe immer die von Buildcraft benutzt. Aber ich installiere jetzt nicht Buildcraft nur wegen den Pipes. So, Waypoints kommt erstmal. Latest Death weg. So. Okay, hier ist jetzt immer noch ein bisschen Blut drin, das geht nicht weg, weil es momentan nicht gebraucht wird. Wir haben jetzt jedenfalls unseren Weak Blood Orb. So, und wenn wir mit dem jetzt rechtsklicken, dann verletzen wir uns selbst und speichern Blut in unserem Blutnetzwerk. Das kann ganz schön wehtun, ja, praktisch bis zum Tod. Hier wäre eine Kombination mit Ars Magica eigentlich ganz toll, weil es da einen Regenerationsspruch gibt. Dann kann man sich sein Mana aufbrauchen, um sich wieder gesund zu machen und dann gleichzeitig sein Leben abziehen, um es als Blut zu speichern. Eigentlich eine sehr coole Kombination. Das einzige Problem ist jetzt aber, Blood Magic hat keine Interfaces und deshalb wissen wir gar nicht, wie viel Lebensessenz, also ich sag jetzt einfach mal, wie viel Blut in unserem Blutnetzwerk drin ist. Deshalb müssen wir etwas bauen, um herauszufinden, wie viel in unserem Blutnetzwerk drin ist. Und, also ich weiß nicht, wie das heißt. Doch Div ist schon mal richtig. Divination Sigil. Sigils sind diese verschiedenen Zaubersprüche. Das sind so eine Art Runen. Und das sind praktisch die Zaubersprüche von Blood Magic. Haben ganz normale Crafting-Rezepte. So. Und, ja genau. Guck in deine Seele und zeig dir deine aktuelle Lebensessenz an. So, diesen Weak Blood Orb braucht man dafür. Das ist allerdings kein Problem. Den bekommt man wieder. Dann brauchen wir noch einen Blank Slate. Infused Stone inside of a Blood Altar. Das heißt, wir müssen uns Stone nehmen und den in unseren Blutaltar stecken. Und auch mit unserem eigenen Blut besudeln, sag ich jetzt mal. Besudeln, ja. Nicht in Crusher, das kommt hier in den Emerald Furnace. So, da gib uns jetzt mal einen Stein. Sehr schön. Und der kommt jetzt mal wieder in unseren Blutaltar. Wir brauchen unbedingt was zu essen, damit wir wieder zu vollen Kräften kommen können. Also vielleicht wäre hier so ein Potion of Regeneration gar nicht so schlecht. Ich weiß aber nicht, wie man den herstellt. Wir warten jetzt erst einmal noch ein bisschen. Oder ja gut, ich kann ja einfach jetzt noch ein bisschen Blut abziehen. Das kommt dann da gleich in den Blutaltar rein. Solange wie ich noch Regeneration habe, ist das ja alles in Ordnung und im Prinzip kein Problem. Wir gucken mal. Ich glaube, da gibt es aus irgendeinem Grund keine Rezepte. Vielleicht ist das noch eine Sache mit Not Enough Items. Ja, es gibt tatsächlich keine Braurezepte. Deshalb weiß ich nicht, wie man ein Potion of Healing herstellt. Lieber wäre mir eigentlich ein Potion of Regeneration. Aber ich weiß auch gar nicht, wie die aussieht. Und wo, da ist sie. Aber ich glaube, mich zu erinnern, in einem Video von der Julia Trin gesehen zu haben, die zusammen mit dem Kent ein Together gemacht hat in der Minecraft-Serie. Ich glaube, das waren Episoden 209 und 210. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Ihr solltet übrigens unbedingt bei ihr vorbeigucken. Hoffentlich schaffen wir es, demnächst etwas zusammen aufzunehmen. Ich hoffe mal, das klappt. Wenn ich jetzt nicht zu viel verraten habe. Wenn ich zu viel verraten habe, tut's mir leid. Ja, jedenfalls hat der Kent da etwas gesagt, dass man für eine... Nee, anders. Er hat gefragt, ob die Julia weiß, was man... Also für welche Potion man eine Gasttier braucht. Und da wusste sie es nicht und da meinte er für eine Potion of Regeneration oder für einen Regenerationstrank.
Ja, jedenfalls weiß ich das jetzt. Ich glaube es jedenfalls zu wissen. Ich weiß trotzdem nicht, wie dieses Tränkebrauen funktioniert. Ich habe mich damit nie so recht beschäftigt. Wir geben jetzt hier noch ein bisschen Blut rein und packen mal unseren Stein da rein. Und hoffen mal, dass das Blut, was da drin ist, reicht. Ansonsten verbraucht der Stein das Blut. Und dann verliert der Stein das Blut wieder. Und dann war unser Sacrifice, also unsere Aufopferung, total umsonst. Aber so ist es nicht. Wir haben hier unser Blank Slate. Und wir brauchen komischerweise noch mehr Glas. Haben wir aber, ja, haben wir. Wir haben hier unser Glas und Blank Slate und unseren Weak Blood Orb. Und da haben wir unser Divination Sigil. Und unser Blood Orb behalten wir, weil der ziemlich wertvoll ist. Den werden wir auch aufrüsten zu besseren Blood Orbs. Jetzt haben wir unser Divination Sigil und da steht Current Essence 2400. Und wenn wir jetzt unser Weak Blood Orb benutzen, zack, das ist ein Punkt unserer Energie, dann haben wir 2600. Also ein Punkt, ein Lebenspunkt macht 200 Life Essence. Und jetzt wissen wir natürlich, wir haben 2800, das wird auch nicht weniger, das ist da drin in unserem Netzwerk und das bleibt da auch drin. Und jetzt wissen wir, wenn wir jetzt einen Zauberspruch hätten, der von mir aus 1000 Essence kostet, dann könnten wir den jetzt benutzen. Wenn wir allerdings einen Zauberspruch benutzen, der 3000 kostet, also 200 drüber, dann würde dieser Zauberspruch alle Essenz aufbrauchen und uns außerdem einen Punkt von unserem Leben abziehen. Wenn wir jetzt aber von mir aus einen Zauberspruch hätten, der 10.000 braucht, dann würden wir uns mit diesem Zauberspruch sofort umbringen. Tja, so ist das. Also es ist ganz, ganz finster und ganz eiskalt.